Guten Morgen, Leute. Es ist 9:30 Uhr. Willkommen zu meinem vierten Stadion-Vlog. Jetzt geht's nach Kiel. Dort empfängt Holstein Kiel Darmstadt 98. So, Leute, aufgestanden, frisch gemacht. Outfit angezogen heute. Mal nicht so neutral unterwegs. Halt mit Holstein Kiel Trikot. Normale Hose. Ich freue mich. Und ja, jetzt essen wir gleich noch ein paar Melonis und ein bisschen Ananas, bevor es zum Spiel geht. Eigentlich wollte ich ja zum Bäcker, aber es gibt eine Planänderung. Ich habe hier leider keinen Bäcker in der Nähe gefunden, deshalb war ich jetzt nochmal schnell bei Penny. Mir natürlich ein paar Muffins geholt und ein paar Donuts. Donuts in Pflicht. Ich hoffe, wenn ich heute zwei esse, dass Kiel heute mal zwei Buletten reinmacht. Und ich gehe danach zum Stadion. Ich bin so gegen 11 Uhr da und Leute, liebe Grüße aus dem heutigen Stadion. Das Spiel beginnt in 2 Stunden. Ich bin schon drin. Ich bin bereit. Die Lichtverhältnisse sind natürlich ein bisschen doof. Und wenn ich viel. Tesca mit dem Kopf. Ja, das ist ja nicht.
Von denen hatte ich einen Regenschirm. Ich habe was verspielt. Aber Leute, ich habe Marco Commander hier getroffen. Ich bin jetzt auch wieder zu Hause. Holstein Kiel hat leider nur 1-1 gegen Darmstadt gespielt, aber ich glaube, mit dem Punkt können wir leben oder müssen wir leben. Aber ein Punkt ist besser als kein Punkt. Nur wir brauchen natürlich 3 Punkte, um unten rauszukommen, aber die Saison ist ja noch lang. Und ich finde, heute hat man gute Ansätze gesehen. Und ja, ich bin gespannt, wie das jetzt gegen HSV läuft. Da müssen wir noch mehr kämpfen. Und die Fans haben die Jungs heute auch ordentlich nach vorne gepusht. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich natürlich über ein Abo und ein Like freuen. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was für ein Fußballfan ihr seid. Würde mich auch mal interessieren. Und ja, Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend und man hört voneinander. Bis die Tage.